Dann zu Kapitel 3. So, hier haben wir jetzt auch zwei Fläschchen gefunden. Einmal in diesem zweiten Raum direkt oben auf dem Regal. Und die andere Flasche ganz, ganz hinten durch beim Licht. Uns fehlt der Erfolg. Wir müssen hier eine geheime Vase finden. Den Erfolg muss man auch erstmal schaffen. Und das muss man erstmal finden. Ich habe, wie gesagt, nachgeschlagen. Nehmen. Aber das Spiel ist auch schon ein paar Jährchen jetzt draußen und so. Den Anfang kennen wir ja auch schon. Wo ich da zweimal links und rechts falsch hochgeklettert bin. Alles schlau. Ich hätte schon springen können. Für den Speedrun ist das wichtig. Genau. Hier ist prinzipiell nichts. Hier müssen wir nachher noch mal hin. Da ist dieses Buch. Das habe ich beim, was habe ich, als ich das durchgespielt habe, schon gesehen. Dieses Buch kriegen wir gleich. Müssen wir gleich noch mal genau gucken, wo. Also das ist, wenn wir oben das Schloss aufschließen, dann kriegen wir dieses Buch. Beziehungsweise, es müsste da auf dem Schreibtisch liegen. Hier ist die erste Tür. Da ist die zweite Tür. Also hier kann man übrigens das Licht anmachen und oben steht die Flasche auf dem Regal. Ja, man sieht es jetzt gerade nicht. Sagen wir mal kurz. Nein, das war falsch. Du hast gerade blind gemacht. Ne, da oben steht die Flasche, aber der weiße Deck, also die Karte schon raus. Ist ganz gut zu merken. Okay, hier sollte man nicht durchlaufen, hier sollte man durchschleichen. Aber ja, was? Wir treffen die ja noch einmal. Was weitergeht. Das heißt, ab der Tür müssen wir leise sein. Da links ist der Schlüssel, den wir brauchen. Hier ist der Raum mit den Schachfiguren, den können wir halt noch jetzt noch nicht machen, logischerweise. Ist gerade dahinter verschwunden, ne? Cheater. Erstmal nach oben. Können wir uns schon mal zur Seite schieben? Achso, wir müssen erstmal die Holzfigur von der anderen Seite holen. Gehen wir die hier nicht. Da ist das Buch mit der Maske. Das haben wir gesucht. Das ist das, was ich meinte. Bringen wir auch gleich mal zurück. Aber das.
so rüber. Das hier nehmen wir jetzt gerade mal mit. Ich hoffe, ich kann das jetzt einfach komplett mitnehmen. Weiß, die ist ja noch da, ne? Also, das heißt, wir können das jetzt noch nicht machen, wahrscheinlich. Ja. Also dieses Buch muss man mitnehmen, auf jeden Fall. Das ist die Aufgabe. Ne. Können wir jetzt noch nicht mitnehmen, weil wenn wir das Buch haben, dann müssen wir leider nicht schleichen gleichzeitig, komischerweise. Buch zu groß oder so. So, dann rüber, genau. Kletterei dahin. Haben übrigens das falsche Buch reingesteckt. Das Buch muss vorne. Jetzt muss da rüber. Muss da rein. Prinzipiell spielen wir das so gesehen ja nochmal eigentlich. Genau. Ne? Aber soweit ich weiß, kriegt man alle Flaschen hier, bevor man links in das Zimmer reingeht. Weil wenn man ins Zimmer reingeht, oben links, ist vorbei. Ich glaube, dann kriegt man irgendwie keine Flaschen mehr. Die Musik. Ich habe auch gedacht, dass diese Weltkugel da irgendwas macht. Das ist aber einfach anscheinend immer wirklich nur ein Gimmick. Falsch. Die Kugel da, also die Weltkugel zu drehen, den Globus, ist nur nicht. Gar nichts. Jarring. Was ist das? So. Genau. Jetzt nochmal der äußere Ring. Was ist das? Ja.
ist ein lustiges Rätsel. So, den Aufzug brauchen wir gleich. Hatte gar nicht mehr, was ich hier machen musste. Ach so, jetzt kam dieses Rätsel mit den Gesichtern. Und waren welche nicht. So, warte mal kurz. Also, die beiden waren drin. Powerlocker. Die war auf jeden Fall nicht drin, das weiß ich noch. Der noch da drin, weiß ich gar nicht. Powerlocker. Doch, die war auch drin. Auch drinne. Das Kind war nicht drinne. Irgendwann habe ich heute falsch gemacht. Er ist drinne. Also das war ein Raid aus das war ein Raid von einem russischen Streamer, der aus Spaß geraidet hat. Der war nicht dabei, ist es, ne? Das war falsch. Der erste ist nicht dabei. Das erste Bild war falsch. Jo. Genau, hier ist die zweite Flasche drin. Also hier ist auch eine Flasche drin, sagen wir so. Da hinten bin ich jetzt leer schon, weil wir haben die schon gemacht. Gibt übrigens keinen anderen Erfolg. War ja so lange hier in dem Räumchen drin wegen der Zwiebel. Boah, ist der weit. Das hier war gar nicht so einfach. Ah. Das ist richtig schwer hier, finde ich. Geht bestimmt auch einfacher, wenn ich einfach hinter den Figuren rumlaufe, ne? Hier hinten. Backen. Hier. Hab sie nicht aufgehoben. Aus. Genau, das war die zweite. War das jetzt schon mit den Geistern? Das jetzt erst gleich. Das kam erst gleich.
So, Statue 2. Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil jetzt geht das hier los mit den Geistern. Ich bin nicht so gut mit diesem komischen Denken von dem. Wichtig ist, dass wir jetzt hier noch nicht, also wir können die Tür schon aufschließen, aber wir dürfen da noch nicht reingehen, das ist wichtig. Jetzt bringen wir gerade das Buch auf die andere Seite. Bin mal gespannt, ob jetzt die Geister so weit weg sind oder nicht. Fast haben wir eine Lampe. Wir haben uns ja das Buch ja davor gelegt, soweit. Hier nichts. Mal ganz kurz. Ist das schlecht? Ich hoffe, dass jetzt keine Geister mehr kommen. Hier kommen keine mehr, anscheinend. Gut. Das ist gut. Ist aber auch schwer, ne, das Büchlein. Oh mein Gott, Luft. Ich. So. Das habe ich beim ersten Mal durchspielen auch schon gesagt, dass da ein, dass da irgendwas ist, dass es ein Erfolg oder sowas ist, und ich hatte recht. Ich habe nur das Buch nicht gefunden. So. Ja. So, jetzt sind wir hier im Urnenraum und das ist, glaube ich, für uns auch schon das Letzte. Dann sind wir nämlich fertig. Brauchen wir nämlich den Rest jetzt nicht zu machen. So. Wir müssen nämlich nur diese Urne hier runterschmeißen, mehr nicht. Ah ne, das ist aber noch nicht die letzte Lampe. Asche zu Asche. Wirf die Urne runter. So. Ah, ich wusste, dass in der Ecke noch irgendwas ist. Am Anfang haben wir gesagt. Ich muss jetzt nur noch gucken. Ich glaube, kurz vor Ende ist eine Flasche. Ne, zwei Flaschen kommen noch, genau. Aber dafür müssen wir den nächsten Part auf jeden Fall noch spielen, leider. Also, eigentlich fast bis zum Ende. Ob man tot umfallen kann, wenn man durchläuft? Irgendwann müssen wir jetzt hier weiterspielen. Stopp. Hier ist noch eine Flasche. Und das ist sogar die, die uns gefehlt hat. Da müssen wir also doch nicht weiterspielen. Weil die letzte haben wir gefunden. Die letzte liegt ja, wenn wir bei dem Raum, wo wir dann die
die Königin oder wie wir sie nennen wollen, dann treffen, oder die Dame hier treffen wollen, wo wir ja da durch den dunklen Raum sprinten bis zum Ende durch. Und da haben wir ja in der Ecke hinter dem Kleiderständer noch die Flasche gefunden. Das heißt, das hier ist die letzte. Die habe ich übersehen. Wobei bin ich sonst so gründlich. So, Erfolg. Unterbrochener Kontakt. So. Ja, dann haben wir soweit alle Erfolge. Aus den Add-ons. Und dann fehlt jetzt nur der Speedrunner, den werde ich jetzt auch ausprobieren. Also, danke bei YouTube gucken und...